Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Kick-Off zu den aktuellen Transfernews aus der ersten und zweiten Bundesliga. Der Transfermarkt ist immer wieder sehr lebendig unterwegs und deswegen gibt es auch wieder sehr viel zu besprechen im deutschen Profifußball. Unter anderem im FC Bayern München will man womöglich glatt vier neue Spiele noch an Bord holen und auch bei Hannover 96 könnte es jetzt in der zweiten Bundesliga zugleich mal drei Transfers kommen. Wir schauen aber auch auf dem BVB, wo es Neuigkeiten gibt zu einem neuen rechten Verteidiger. Schalke wiederum ist vor dem Vollzug mit einem neuen Stürmer und auch noch weitere Themen sind logischerweise hier und heute mit dabei. Also wir gehen rein in die aktuellen Transfernews aus der ersten und zweiten Bundesliga. Legen wir direkt mal los mit Borussia Dortmund, wo man dann doch schon einen etwas größeren Kaderumbau plant, als man es vielleicht bislang gedacht hat. Und hier spielt auch der brasilianische Außenverteidiger Jan Kauto eine durchaus sehr zentrale Rolle. Denn Sky hat ja bereits vor ein paar Tagen berichtet, dass der BVB Kauto unbedingt verpflichten möchte und natürlich auch auf der anderen Seite, und das ist ja schon mal das Gute, auch der Brasilianer selber gerne nach Dortmund kommen würde. Und nun gibt es nach Sky Informationen auch schon bereits eine grundsätzliche Einigung mit dem 22-jährigen Rechtsverteidiger. Ich denke mal, das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Baustein, um auch hier dann möglicherweise eine komplette Einigung hinbekommen zu können. Jan Kauto und BVB, das ist laut Sky tatsächlich ein sehr konkretes Thema. Er steht ja aktuell noch bei Man City unter Vertrag, hat allerdings nur noch ein weiteres Jahr Restlaufzeit und ist somit natürlich auch hier im Sommer auf dem Markt. Er gilt auf jeden Fall als Wunschspieler für die auf der Position des rechten Verteidigers, weil er eben nochmal ein anderes Profil mitbringt als Riason. Er ist ein sehr technisch starker Außenverteidiger und auch durchaus auch mal auf der offensiven Außenbahn spielen kann. Das große Problem ist aber und deswegen wird sich die ganze Geschichte wohl noch ein bisschen hinziehen, dass die Ablöse der klare Knackpunkt ist. Denn Borussia Dortmund ist wohl bereit zwischen 20 und 25 Millionen Euro zu bezahlen. Der englische Meister wiederum hat aber deutlich höhere Forderungen. Klar ist, Dortmund möchte Kauto gerne haben. Man ist auch wirklich bereit dazu, tief in die Tasche zu greifen, weil aber sein Vertrag noch ein weiteres läuft, und man eben auch nicht mehr ausgeben als 25 Millionen Euro. Finde ich, ist irgendwo auch legitim. Auf der anderen Seite muss man vielleicht auch hier ein Ticken ins Risiko gehen, denn Jan Kauto ist für mich eine super interessante Lösung und könnte eben auch dann diese Position für die nächsten Jahre extrem gut abdecken auf der anderen seite kann vielleicht aber auch dann sumala kulibali dafür sorgen dass man noch mal mehr budget hat denn klar, Borussia Dortmund braucht auch Abgänge in diesem Sommer. Man hat ja viel vor auf dem Transfermarkt. Und es Kulibali hat wohl keine Zukunft mehr. Er war ja in der vergangenen Saison verliehen zu Real Antwerpen, hat dort größtenteils auch eine wirklich gute Figur gemacht. Und trotzdem wurde die Kaufoption nicht gezogen. Deswegen ist Kulibali jetzt erstmal zurück beim BVB, stand jetzt Innenverteidiger Nummer 4. Und der Spieler und Verein sind sich darüber einig, dass in diesem Sommer ein fester Transfer das Ziel ist. Es gibt Interesse aus Frankreich, Spanien, Italien und England am 20-Jährigen und deswegen erhofft sich Dortmund hier auch eine Ablöse im zweistelligen Millionenbereich. Ich denke mal, dann wäre es auch irgendwo okay. Ich glaube schon, dass Kulibari noch weiteres Potenzial mitbringt, aber wenn er eben auch dann nur vierter Innenverteidiger ist, ist sicherlich auch das für ihn deutlich zu wenig und somit kommt in Dortmunds Abwehr deutliche Bewegung rein. Bewegung ist natürlich aktuell auch beim VfB Stuttgart mit dabei, denn bei Sero Girassi muss man noch abwarten, ob denn der Deal mit Dortmund tatsächlich klappt oder nicht. Ein Deal klappt aber auf jeden Fall, denn seit heute Morgen ist Ermedin Dimirovic offiziell Stuttgarter. Bereits gestern war er ja beim Medizincheck vor Ort, er ist gestern schon in Stuttgart angekommen. Hat eben dann einen Vertrag bis 2028 unterschrieben und kostet wohl 21 Millionen Euro. Für den FC Augsburg somit sehr viel Geld. Es gibt 5 Millionen Euro an Bonuszahlungen, von denen auf jeden Fall laut Sky 2 Millionen sehr realistisch zu erreichen sind. Dimirovic wird nun in Stuttgart einer der Topverdiener sein und für den VfB ist es ohnehin ein extrem teurer Deal. Denn diese 21 Millionen Euro plus 5 Millionen an Bonuszahlungen sind mit Abstand der teuerste Transfer vom VfB Stuttgart. Denn bislang war das Nicolas Gonzalez, der 2018 für 11 Millionen oder knapp über 11 Millionen aus Argentinien gekommen ist und nun eben ja, fast das Doppelte eben für Ermedin Dimirovic. Aber natürlich ist auch klar, man hat sich damit einen Stürmer geholt, der in den vergangenen Jahren in der Bundesliga gezeigt hat, was er kann, der mit 15 Toren und 10 Vorlagen ebenfalls eine richtig starke Vorsaison gespielt hat. Und sicherlich auch sehr, sehr gut zum Hoeneß-Fußball passen kann. Vor allem Sebastian Hoeneß wollte ja auch Emre Demirovic unbedingt haben. Und jetzt ist eben auch hier der Wechsel offiziell. Wann es natürlich jetzt Neuigkeiten gibt zu so Sero Girassi, da muss man nochmal ein bisschen abwarten. Diese Woche ist natürlich dann der zweite Medizinscheck angesagt. Es sieht ja wohl ganz gut aus, dass es funktioniert. Und dann würde eben Girassi zum BVB wechseln und Demirovic würde dann die Position von Gerasi beim VfB Stuttgart einnehmen. Schauen wir nun mal in den hohen Norden zu Werder Bremen, denn auch dort kann auf dem Transfermarkt noch ein bisschen was passieren. Denn Bremens Kapitän, Marco Friedel, der hat nun wohl Interesse in der Premier League geweckt. Denn wie die Sun aus England berichtet, hat Nottingham Forest ein Auge auf den Nationalspieler von Österreich geworfen und würde Friedel wohl ganz gerne in die Premier League holen. Es soll wohl auch schon bereits eine erste Kontaktaufnahme mit Friedels Beratern gegeben haben. Viel mehr hört man aber hier noch nicht. Klar ist. Nothing sucht ist oder ist auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger, denn der ehemalige Mainzer, Musa Niakate, wurde für etwas über 30 Millionen Euro an Olympique Lyon verkauft. Und somit ist natürlich, wie oft es in England der Fall ist, so dass auch das Budget sehr groß ist und man erst recht auch dann in der Bundesliga nach etwas günstigeren Alternativen sich umschaut. Friedel ist er seit nun zwei Jahren Kapitän von Werder Bremen, natürlich auch mit seinen 26 Jahren eingeplant für die neue Saison, weil eben auch noch sein Vertrag bis 2026 läuft. Das heißt, Bremen hat hier auf jeden Fall erstmal. Mal gar keinen Druck, Friedel irgendwie abgeben zu müssen oder ähnliches. Man ist aber wohl auch sich des Interesses bewusst und würde wohl auch bei einem sehr guten Angebot gesprächsbereit sein und einen Wechsel des Innenverteidigers in Betracht ziehen. Das ist ja irgendwo auch logisch. Sollte Nottingham mir irgendwas um die 15 bis 20 Millionen Euro bieten, dann wird sich Bremen das logischerweise auch anhören und vielleicht auch dann das Geld dafür nutzen, nochmal weitere Positionen zu verstärken. Denn unter anderem sucht man auch im Mittelfeld nach einem Neuzugang, aber der wird Albert Grönbeck auf jeden Fall nicht sein. Der Mittelfeldspieler von Bodo Glimt der eben auch bei Werder Bremen auf der Liste gestanden hat, ist seit gestern offiziell Spieler von Start Renn und kostet dem Vernehmen nach 15 Millionen Euro ablösesumme. Summe. Ich denke mal, selbst bei dem Geld wäre Bremen beim 23-jährigen Dänen schon ohnehin raus gewesen. Vielleicht waren sie deswegen auch schon gar nicht mehr so konkret interessiert. Auf jeden Fall ist hier klar, dass es da nicht mehr zu einem Wechsel zu Werder Bremen kommen wird. Wenn wir dann schon im Norden der Republik unterwegs sind, dann schauen wir auch direkt mal zu Hannover 96, denn auch dort ist seit gestern einiges los. Wir haben nämlich insgesamt drei potenzielle Transfers, zwei Abgänge, einen Neuzugang und die dröseln wir jetzt mal auch einzeln auf. Denn wir haben ja alle schon sicherlich mitbekommen, dass Bright B. vor einem Wechsel zu Sporting Braga steht nach Portugal und der Deal zwischen Hannover und Sporting ist laut Sky auf jeden Fall schon weit fortgeschritten. Es gibt ja wohl bereits eine Vereinbarung über eine Able-Summe von 6 Millionen Euro. Hannover soll sich laut Sky auch eine Weiterverkaufsbeteiligung gesichert haben und der Deal könnte in den nächsten Stunden wohl spätestens bis morgen tatsächlich, zumindest laut Sky, über die Bühne gehen. Hannover ist ja aktuell noch im Trainingslager unterwegs und dort ist Bright Orion B nicht mit dabei. Markus Mann hat sich dazu jetzt nochmal als Sportdirektor geäußert. Es ist so, dass unser Angebot vorliegt, aber ab einer gewissen Größenordnung ist es auch unsere Verpflichtung, uns damit zu beschäftigen und auseinanderzusetzen, sowohl aus wirtschaftlicher Sicht als auch dem Spieler gegenüber. Aber, und auch das hat Markus Mann nochmal bestätigt, Hannover hat keinen Verkaufsdruck und deswegen ist der Ausgang auch noch völlig offen. Es soll wohl, laut Hannovers Aussagen, zumindest noch keine Einigung geben. Man schaut eben jetzt erstmal, was passiert, um auch dann eine gemeinsame Entscheidung treffen zu können. Aber ganz so konkret, wie Sky die ganze Geschichte macht, ist es wohl noch nicht. Zumindest mal laut den offiziellen Aussagen. Trotzdem sieht schon klar danach aus, dass Ryan B. nach Portugal wechseln wird. Und dann gibt es direkt das zweite Gerücht um einen letztjährigen Stammspieler aus der Dreierkette und das ist Phil Neumann. Und den könnte es nach Italien ziehen. Denn hier berichtet Sky, dass us Lecce am 27-Jährigen interessiert ist und erste Gespräche bereits stattgefunden haben. Das Problem ist aus Hannover-Sicht, dass man hier schon irgendwo einen gewissen Druck hat, denn Neumanns Vertrag läuft nur noch ein weiteres Jahr und deswegen will man natürlich ungern ins Vertrags ergehen. Aber sollte Ryan B gehen, dann ist laut Sky auf jeden Fall nicht geplant, noch einen weiteren Leistungsträger abzugeben. Geplant ist aber, einen neuen Leistungsträger für die Offensive zu bekommen und das soll Yannick Rochel sein, denn der steht wohl kurz vor der Unterschrift bei Hannover 96. Es gibt wohl bereits eine Einigung zwischen Spieler und Verein. Auch der Medizincheck soll wohl bereits absolviert sein. Und Hannover zieht die Ausstiegstausel von 1,5 Millionen Euro. Und Rochelt bekommt mindestens einen Vertrag bis 2027. Es waren auch andere Vereine an Janik Rochelt interessiert, der bei Elversberg eine richtig gute zweitliga gespielt hat. Hannover macht hier aber womöglich jetzt auch das Rennen. Und somit hat man hier auf jeden Fall bei 96 noch einiges zu tun. Auch bei Schalke gab es ja einiges zu tun in der zweiten Bundesliga. Da nimmt der Kader immer mehr Konturen an. Und nun steht man noch endgültig vor der Verpflichtung von Emil Heulund. Wir hatten ja bereits gestern darüber gesprochen, dass der jüngere Bruder von Man United Star Rasmus Heulund vor einem Wechsel nach Deutschland steht. Sein Zwillingsbruder Oskar Heulund spielt ja bereits für Eintracht Frankfurt. Und nun wird Emil Heulund für Schalke spielen. Denn die Gespräche befinden sich nach Sky-Information auf der Zielgeraden. Es gibt mittlerweile auch eine ja, sehr, sehr klare Einigung mit der Spielerseite. Es fehlen wirklich nur noch letzte Details zwischen Schalke und Heulund, zwischen Schalke und Kopenhagen. Und Schalke soll laut Sky-Informationen 300.000 Euro als Ablöse bezahlen, inklusive Bonuszahlungen. Das heißt, Schalke zahlt jetzt sogar noch mal weniger als die 300.000 Euro und der Deal soll auch jetzt laut Fabrizio Romano in den nächsten Stunden offiziell werden. Für den Wechsel nach Gelsenkirchen hat Heulund zudem auch die U19-EM UM, äh, mit Dänemark abgesagt. Auch dort war er eigentlich im Kader mit dabei. Und somit Sieht auf jeden Fall hier schon sehr, sehr gut aus, dass Emil Heulund zu Schalke wechselt. Vielleicht, wenn ihr das Video seht, ist die ganze Sache auch schon offiziell. Offiziell ist bei den Bayern aktuell noch nichts weiteres in Sachen Transfers, aber es gibt super viele Themen zu besprechen, die wir jetzt nochmal einzeln aufgedröselt haben. Denn da geht es vor allem jetzt um Jonathan Tah und Matthijs Delicht. Da sind ja zwei Personalien, die ohnehin schon zusammenhängen. Tah soll als Nachfolger von Delicht zu den Bayern kommen. Bayern braucht aber erstmal Transfer um Transfer zu stemmen können. Und deswegen soll Delicht gehen. Aber jetzt mischt sich dort genau der Verein ein mit Man United, der Delicht haben will. Denn United hat wohl auch mittlerweile Jonathan Tah auf dem Zettel. Und das ist natürlich schon eine sehr verzwickte Situation. Denn Matthias de Licht möchte zu Manchester United wechseln. Das ist bekannt, das weiß auch jeder und es ist auch so, dass sich der Spieler mit dem Club bereits einig ist über einen Vertrag bis 2029. Aber laut Sky gibt es weiterhin kein endgültiges Angebot von United an den FC Bayern. Die Bayern fordern er weiterhin mindestens 50 Millionen Euro plus Bonuszahlungen. Sieht wohl auch so aus, dass man sich hier einigen kann. Beide Vereine sind auch in Kontakt, aber es gibt eben weiterhin nichts Schriftliches aus England. Und das Problem ist eben, dass sich nun United auch nach Alternativen umschaut, die vielleicht ein Ticken günstiger sind. Und dort sind sie auf Jonathan Tar gestoßen. Denn auch hier geht Bayern wiederum noch nicht all-in und hat eben auch noch nicht den Transfer von Tar vollzogen, weil es noch keine Einigung mit Leverkusen gibt. Und auf der anderen Seite, man eben erst Transfereinnahmen braucht, beispielsweise durch The Licht. Aber es könnte jetzt dann im komischsten Falle dazu kommen, dass United sagt, okay, nee, dann holen wir eben Jonathan, Tarr, der grundsätzlich ein Fan von der Premier League ist, der ist nochmal ein Ticken günstiger, aber sicherlich auch vom Gehalt. Und dann kaufen wir eben nicht der Licht. Und für die Bayern wäre es natürlich dann die schlechte Nachricht, dass Licht bliebe und eben Jonathan Tarr nicht kommt. Was aber klar ist, Jonathan Tarr möchte weiterhin nur zum FC Bayern. Auch hier ist man sich bereits einig über einen Vertrag bis 2029. Leverkusen weiß darüber Bescheid, auch Licht wiederum will Bayern verlassen, wenn er eben nicht. Gesetzt ist und äh, somit wollen die Spieler ganz klar zu den jeweiligen Vereinen, aber zwischen den ganzen, gesamten Vereinen, zwischen Bayern und Leverkusen, zwischen United und Bayern, gibt es eben noch keine Einigung. Man merkt aber eben auch, Bayern braucht dringende Transfereinnahmen, um weiterhin tätig werden zu können. Und hier wurde ja auch Leroy Sané ins Spiel gebracht. Und ähm, hier ist ja auch die Zukunft noch lange nicht entschieden. Es gibt Medienberichte, wo dann eben gesagt wurde, Sané ist durchaus ein Verkaufskandidat. Er ist laut Sky-Information nicht unverkäuflich, aber man forciert derzeit keinen Verkauf. Nein, natürlich ist es Unterschied, ob man jetzt aus Bayern Sicht sagt, wir wollen Sané unbedingt abgeben oder man sagt, wenn ein Top-Angebot kommt, dann beschäftigen wir uns damit. Und zweiteres ist eben der Fall, denn Vincent Company, aber auch Max Ebal wollen Leroy Sané gerne behalten. Man will seinen 2025 auslaufenden Vertrag verlängern und auch Sané selber würde gerne in München bleiben. Es gab auch bereits ein gutes Telefonat laut Sky zwischen den ganzen Parteien und deswegen wird auf jeden Fall sehr wahrscheinlich Leroy Sané nicht für diese Transfereinnahmen sorgen. Und deswegen ist eben der klare Plan der Bayern, der Licht verkaufen, Jonathan Tah holen, aber ganz so einfach ist das eben alles aktuell nicht und deswegen ist man eben auch dann auf der anderen Seite auf der Suche nach einem neuen Flügelspieler und der soll ja Desiré Doué werden und dort drückt Bayern jetzt ganz klar aufs Gaspedal. Denn die Bayern sind eben auch bereit, Kingsley Coman ziehen zu lassen. Da gibt es jetzt auch Interesse von Fenerbahce Istanbul. Allerdings will Coman dort nicht hinwechseln. Was aber klar ist, Bayern ist sehr offen, den Franzosen zu verkaufen, will eben diese Transfereinnahmen haben, um dann auf der anderen Seite dafür Desiree Doué als Nachfolger zu verpflichten. Das Problem ist, das 19. Regel Top Talent kostet aktuell mindestens 60 Millionen Euro. Die Renn eben dort fordert. Doué kann sich auf jeden Fall schon jetzt im Sommer einen Wechsel zu den Bayern forschen. Es gab jetzt wohl auch. Ein Telefonat mit Vincent Company und dort wurden ihm die Pläne auch noch einmal erklärt. Denn die Bayern sehen Desiree Doué ganz klar als Möglichkeit für die Außenbahn, aber auch dann als weitere Alternative auf der 10er- und 8er-Position. Aber in erster Linie soll er eben dann auch den Kaderplatz von Kingsley Command einnehmen. Das Problem ist allerdings eben, dass Bayern ja das erste Angebot schon abgegeben hat mit ungefähr 35 Millionen Euro, was abgelehnt worden ist und nun ein neues Angebot vorbereitet im Bereich von 45 bis 50 Millionen. Das ist eben auch der realistische Preis, wo Bayern diese Retoe einordnet. Und da ist eben die große Frage, ist Renn damit einverstanden? Denn auch PSG will Zeit ein an Angebot abgeben und natürlich dann auch das Rennen um das Top-Talent machen. Und möglicherweise kann PSG hier auch einen Ticken mehr zahlen oder will eben auch mehr zahlen. Im Laufe der kommenden Woche soll es auf jeden Fall eine Entscheidung bezüglich Douai geben. Auch er ist wie Michael Odyssey im Kader der französischen U-23-Auswahl für Olympia und soll eben ganz klar zum FC Bayern wechseln. Aber wie gesagt, es gibt weiterhin keine Einigung. Es ist jetzt ein neues Angebot vorbereitet und dann soll Douai den Kaderplatz von Kingsley Coman einnehmen. Zudem ist ja auch in der Offensive Xavi Simmons das klare Transferziel schlechthin, aber auch Danny Olmo bleibt auf der Liste vom FC Bayern ganz weit oben stehen. Wir hatten ja gestern darüber berichtet, dass Man City unbedingt zuschlagen will und das auch wohl sehr, sehr gut aussieht, aber so weit ist es dann wohl doch nicht. Denn laut Sky ist auf jeden Fall Danny Olmo ein Name, der immer wieder intern diskutiert wird. Klar, Max Eberl, kenne logischerweise auch noch gut aus Leipziger Zeiten, steht auch in Kontakt zu Olmo und seinem Management. Um eben auch dann über alle Details informiert zu sein. Aber die Hauptpriorität ist und bleibt, Xavi Simmons zu bekommen. Bayern ist optimistisch, allerdings ist das Finanzpaket enorm. Aber Desiree Doué und Xavi Simmons sind die konkreten Transferziele für die Offensive. Und trotzdem bleibt Dani Olmo auf der Liste stehen. Möglicherweise als Alternative zu Simmons oder vielleicht sogar on top sollte dann doch nochmal ein Spieler wie Gnabry oder Sané den Verein überraschenderweise verlassen, denn laut der Süddeutschen Zeitung ist eben dieser potenzielle Transfer von Olmut zu Man City nicht so konkret, wie man es zuvor aus England gehört hat. Denn der FC Bayern ist eben aussichtsreich im Poker eingestiegen, berichtet hier nochmal die SZ, denn die Aussichten der Münchner sind derzeit ausgezeichnet, denn Olmos Umfeld soll aktuell ein Wechsel zum FC Bayern klar priorisieren. Das Interesse der Münchner ist hinterlegt, das hat ja auch Sky so gesagt, aber natürlich wird die Verpflichtung trotzdem kein Selbstläufer, denn die Bayern brauchen Transfereinnahmen, das ist ein Thema, was wir jetzt einige Male gehört haben, sie wollen vor allem Simmons und Due verpflichten, aber es ist eben nicht so, dass dann die Olme bereits als Man City zugesagt hat, dass der Wechsel jetzt in den nächsten Stunden über die Bühne gehen wird. Allerdings gibt es eben die Ausstiegstausel von 60 Millionen Euro, was natürlich einen Transfer sehr einfach macht, weil man eben dann nicht mit Leipzig verhandeln muss und diese läuft am Samstag, am 20. Juli ab. Also ein bisschen Geschwindigkeit muss auf jeden Fall schon mit dabei sein. Man sieht auf jeden Fall, der Transfer ist für die beiden aktuell eine unglaublich verzwickte Lage. Und somit waren das also die aktuellen Transfer-News aus der ersten und zweiten Bundesliga. Es ist extrem viel los und es wird sicherlich auch die nächsten Tage noch genauso interessant weitergehen. Deswegen könnt ihr jetzt auch mal gerne eure Meinung zu dem Format und zu den heutigen News in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns hier im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball.